Als ersten Arbeitsschritt wird empfohlen, in den eigenen Dateien zwei Datei-Unterordner anzulegen. Einmal für die Schnappschüsse und zum anderen für die Videos, beides zum Abspeichern. In diesem Beispiel Schnappschüsse Muttens 2010. Hier landen sämtliche Schnappschüsse und werden gespeichert. In diesem Beispiel Video Muttens 2010. Hier werden sämtliche Videos von euch abgespeichert und liegen zur freien Verwendung. Ich wiederhole noch einmal, sehr günstig ist es, beide Dateiunterordner in den eigenen Dateien zu erstellen. In diesem Arbeitsschritt werden die entsprechenden Einstellungen für den VLC Media Player vorgenommen. Dazu diesen Player starten, ein Klick auf Ansicht und erweiterte Steuerung. Es erscheinen automatisch vier neue Button. Unter anderem ist diese die Rekord-Taste für die Videoaufnahmen und dieses ist die berüchtigte Schnappschuss-Taste. Als nächstes ein Klick auf Extras und Einstellungen. Als erstes wird das Audiosignal festgelegt. Empfohlen ist eine Lautstärke von ca. 100% und wird mit diesem Klick bestätigt. Als nächstes geht es in die Videoabteilung, denn hier wird festgelegt, in welchem Ordner die Schnappschüsse abgespeichert werden sollen. Dazu ein Klick auf Durchsuchen und automatisch erscheint oben markiert die Rubrik Eigene Dateien. Als nächstes diesen vorher festgelegten Ordner markieren und mit OK bestätigen. Nächster Schritt, die Dateiendungen auf JPEG setzen, also eine Bilddatei im JPEG-Format. Als nächstes geht es in diese Abteilung, denn hier wird festgelegt, wo die Videos abgespeichert werden sollen. Dazu wieder ein Klick auf Durchsuchen und automatisch oben die Rubrik Eigene Dateien und diesen vorher festgelegten Ordner markieren und mit OK bestätigen. So, das war's eigentlich. Die ganze Sache nur noch abspeichern und der Media Player kann getrost erstmal wieder so richtig schön auf das Kreuz gelegt werden. Also, es ist gar nicht mehr so schwierig, mit dem neuen VLC Media Player umzugehen. Und los geht es mit den Videoaufzeichnungen und den Schnappschüssen. In diesem Beispiel wurde eine Textdatei hinterlegt mit beiden kompletten URL der Webcams. Einfach die komplette URL der Innencam markieren und kopieren, dann den Media Player starten und einen Klick auf Medien und Netzwerkstream öffnen. In die Adresszeile wird über Paste die URL eingefügt und auf Wiedergabe geklickt. Der Media Player baut die Verbindung im Hintergrund zur jeweiligen Webcam auf. Dies geschieht natürlich in Abhängigkeit der Internetverbindung. Einen Schnappschuss anzufertigen? Kein Problem. Ein Klick auf diesen Button und das Bild wird automatisch im vorher festgelegten Ordner abgespeichert. Zum Starten einer Videoaufzeichnung einfach einen Klick auf diesen roten Button und die Aufnahme wird gestartet. Zum Beenden der Aufnahme wieder ein Klick auf den roten Button und das Video wird automatisch abgespeichert. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg mit dem neuen VLC Media Player.